Operationen werden von Kindern sehr viel besser weggesteckt als von Erwachsenen. Bei Kindern ist es so, dass für die Eltern es so ist, dass sie sich am meisten Sorgen machen. Die Kinder, für die ist das im Grunde genommen kein großes Risiko. Wir haben aktuell gute Erfahrungen. Wir haben durch die Kinderchirurgie viel Erfahrung damit. Wir machen spezielle Kinderanästhesie. Auch da sind erfahrene Kollegen. Die Kinder sind schnell wieder wach und schnell wieder mobil unterwegs. Die meisten Sorgen machen sich meistens die Eltern. Und diese Angst müssen wir ihnen einfach nehmen vor der Operation. Die Kinder sind im Vergleich zu Erwachsenen sehr viel schneller auf den Beinen. Sie haben weniger Leidensdruck. Die Schmerzwahrnehmung ist eine andere. Die Kinder, wenn sie vernünftig gegen Schmerzen Medikamente bekommen, haben den Drang, sehr schnell mobil zu sein und stehen auf. Und wenn ein kleiner Eingriff oder ein mittelgroßer Eingriff stattgefunden hat, sind sie relativ schnell entweder ambulant, schnell unterwegs oder aber auch nach ein, zwei Tagen Überwachung auf dem Weg nach Hause. Die häufigsten Operationen bei Kindern sind zum Beispiel der Leistenbruch, der angeboren ist, oder eben die Blinddarmentzündung. Dann gibt es eben auch bei Jungs den Hodenhochstand, der häufig ist. Das sind mit die häufigsten. Ansonsten natürlich, die Kinder sind viel unterwegs. Auch dann eben die Frakturen müssen häufig behandelt werden. Wenn die Kinder mal vom Baum fallen, dann ist ein gebrochener Arm, ist etwas, was häufig auftritt.